viele grundlegende Fragen dazu, wie das Leben dieser frühen Gemeinschaft ausgeschaut hat, wie diese frühen Gemeinschaften hier gelebt haben in dieser Landschaft. Und wir wollen eben in unserem jetzigen Forschungsprojekt jenseits der Seeufersiedlungen einen Teil dieser Fragen erforschen. Das Projekt wird vom Österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert. Und was wollen wir jetzt in diesem Projekt rausfinden? Uns geht es ganz grundsätzlich darum, wie haben die Menschen hier gelebt? Wovon haben sie sich ernährt? Was war ihre Wirtschaftsgrundlage? Welche Rohstoffe haben sie benutzt? Wie haben sie in ihr Umfeld, in ihr Umland eingegriffen? Wie haben sie dieses Umland geprägt? Wie ist die Landschaft, in der wir hier heute stehen, entstanden? Und dazu, diese frühen Gemeinschaften haben uns sehr, sehr viele Spuren hinterlassen. Das Problem, das wir haben, ist allerdings, dass die zum Großteil unsichtbar sind. So sind zum Beispiel die berühmten Seeufersiedlungen, die heute UNESCO-Welterbe sind, die liegen unter Wasser, da sieht man nicht viel davon. Also es gibt sehr viele Spuren und wir müssen diese Spuren jetzt finden und dazu suchen wir in den Sedimenten von Mooren, in den Sedimenten von Seen, wir suchen in Äckern und Feldern, in Wiesen und Wäldern. Wir schauen auch aus der Luft auf die Landschaft, wir schauen in Luftbilder, mit Luftbildern, wir schauen über Laserscans in die Landschaft, um zu verstehen, wie die Menschen hier gelebt haben. Wir haben auch vom Land Oberösterreich hochauflösende Laserscans erhalten für unsere Forschung. Mithilfe dieser Daten können wir die Lage archäologisch herumstellen, sehr genau analysieren und eben das hilft uns zu verstehen, wie die Landschaft genutzt wurde, wo die Siedlungs- und Wirtschaftsflächen lagen, wie die Verkehrswege organisiert waren, wie die Mobilität in dieser ganzen Region organisiert war, wo und welche Rohstoffe genutzt wurden. Das sind alles Dinge, die wir erforschen wollen. Wir stehen Ihnen jetzt den ganzen Tag eigentlich zur Verfügung, dass Sie uns Fragen stellen, wie wir das genau machen möchten. Aber ich möchte es eigentlich heute sehr kurz halten. Lass mich aber nachher. Lassen uns